Guten Morgen, herzlich willkommen zu Vlogmas Tag 23. Ich habe mir gerade mein übliches Frühstück gemacht, was gerade so richtig schön unappetitlich aussieht. Also Cornflakes mit Mandarinen und Joghurt. Und mein Vlog ist gerade online gegangen. Das ist der Haarfärbe-Marathon-Vlog von gestern. Und ja, da habt ihr mich schon gefragt, warum die Qualität nicht so hoch ist. Und das liegt daran, weil ich den gerade eben erst geschnitten habe und gerade hochgeladen habe. Das heißt, der braucht einfach etwas, um verarbeitet zu werden. Also in kurzer Zeit sollte es dann eigentlich ja, in guter Qualität da sein. So, ich bin jetzt gerade dabei, ein wenig zu drehen, denn ich muss ja noch ein Video für morgen fertig machen. Und da habe ich mir jetzt gerade noch so ein paar kleine süße Sachen überlegt und ich hoffe, euch wird das gefallen. Und dann würde ich mal sagen, lege ich jetzt auch los, weil ich nämlich vielleicht heute noch nach Köln möchte, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich bin überbelichtet. So ist besser. Ja, und deswegen will ich jetzt mal anfangen, möchte euch auch noch nicht so viel davon zeigen, weil sonst wisst ihr ja schon genau, was ich mache und das wäre ja doof. Schaut mal, gerade hat es geklingelt und der Postbote hat mir wieder ein riesen Paket geschickt und ich weiß wieder nicht, von wem das ist. Das sieht auf jeden Fall sehr weihnachtlich aus, da es rot ist und ich mache das jetzt mal auf. Ich bin gespannt. Was ist das? Aha. Netflix? Was habe ich denn hier bekommen? Ich habe ein Paket von Netflix. Weihnachten steht vor der Tür und das heißt, endlich in Ruhe bingen. Wir bedanken uns für ein tolles Jahr 2015, wünschen wunderbare, entspannte Feiertage und vor allem ein spannendes Jahr 2016. Von Netflix? Ich habe Socken von Netflix bekommen. Haha, okay. Die gucke ich mir direkt mal an. Das sind so Anti-Rutsch-Socken. Da steht Netflix drauf. Was ist das denn? Okay. Wie witzig. So, was habe ich hier? Okay, das wäre alles, was hier drin ist. Ist das ein Kissen? Ich glaube, das ist echt ein Kissen. Ja? Bingen. Was heißt denn Bingen? Hashtag Bingen. Was ist das? Hä? Aber... schön weich, ganz samtig. Danke Netflix, dass ihr mir ein Kissen schickt und Socken. So, ich habe jetzt gerade meinen Bruder gefragt, ob der weiß, was Bingen heißt. Oder Bingen oder so. Ich habe das noch nie gehört. Und er meint, das bedeutet Seriensuchten. Das Wort habe ich noch nie gehört. Bin ich da jetzt total... nicht up to date oder was? Kennt ihr das Wort? Ich habe das noch nie gehört. Wahrscheinlich lebe ich hinterm Mond. Sorry. Da mich das doch jetzt doch sehr interessiert. Binge-Watching. Unter Binge-Watching, auch Koma-Glotzen oder Serienmarathon genannt, versteht man das Schauen von mehreren Folgen einer Fernsehserie am Stück. Ja. Gut. Diesen Begriff habe ich noch nie verwendet oder gehört. So, ich habe jetzt gerade noch ein Make-up gedreht und jetzt werde ich noch was in der Küche machen, weil das so ein Allround-Video wird, also nicht nur zu einem Thema, weil ich mir dachte, dass bestimmt morgen alle Make-ups raushauen, so Christmas-Make-up und deswegen dachte ich mir, dann muss ich noch irgendwie was dazu machen, damit es ein bisschen interessanter wird. Das sind so die Gedanken eines YouTubers, das muss man nicht verstehen. Ich werde auf jeden Fall jetzt mal schnell weiterfilmen, damit wir heute noch was unternehmen können. Ich glaube, es ist Zeit, mal wieder ein paar Kommentare zu beantworten. Ich habe jetzt hier mein Handy und werde jetzt mal ein paar eurer Fragen von meinem letzten Vlog einfach mal beantworten, weil da einiges sich angesammelt hat. Zum Beispiel Fußball-Loving-Girl hat gefragt, super Vlog und eine Frage, hast du ein Postfach? Nein, ich habe kein Postfach, weil das immer irgendwie ein bisschen schwierig ist mit Postfächern, weil man da dann auch keine Pakete empfangen darf. Die komplette private Post kommt da anscheinend hin, also die haben sich da bei mir ziemlich quergestellt und deswegen habe ich jedenfalls mal noch kein Postfach. Schoki1 hat gefragt, wenn braun deine Naturhaarfarbe ist, brauchst du die doch nicht zu färben, oder? Und viele haben gefragt, so, ja, hä, was ist denn deine Naturhaarfarbe? Ich hatte euch ja meinen Ansatz in einem der letzten Vlogs gezeigt,
vorvorgestern oder so. Und meine Haarfarbe ist von Natur aus tatsächlich so hell aschblond. Das heißt so, ja, grau. Ich sag immer Straßenköter blond oder einfach direkt grau. Also ziemlich hell habe ich meine Haarfarbe. Deswegen muss ich oben immer den Ansatz wieder dunkel färben, weil das Blond dann halt einfach immer durchkommt. Julia sagt, supi, vlog mal wieder. Die letzten Male mit 10 Minuten waren super. Wäre besser, wenn du wieder längere Vlogs machen würdest, aber trotzdem toll. Ja, viele haben geschrieben, dass sie es schade finden, dass der Vlog so kurz war und der davor, glaube ich, auch. Also so 6 Minuten oder so. Also es tut mir schwer leid. Ich versuche wirklich so viel es geht zu vloggen. Nur möchte ich halt auch nicht immer dasselbe zeigen, wenn ihr versteht, was ich meine. Zum Beispiel mein Frühstück. Ich esse fast jeden Morgen dasselbe. Oder ich beim Gassi gehen. Ist auch immer dasselbe. Deswegen ist das halt ein bisschen schwierig, immer was Neues so reinzubringen, damit es halt nicht total langweilig für euch wird. Und deswegen denke ich mir immer lieber kürzer und interessant als ewig lang und uninteressant. Also so sehe ich das jedenfalls. So, dann haben viele gefragt, was ich denn für eine Kamera benutze. Zum Beispiel Jani Ahoy. Welche Kamera benutzt du, hat sie gefragt. Und darunter direkt Johanna Bell. Mit welcher Kamera vloggst du? Das ist die Canon G7X und die kann ich absolut empfehlen. Ist eine geile Kamera. Ihr seht ja, wie cool die Qualität ist. Seht ihr, wie gut die scharf stellen kann? Unter den letzten Vlogs habt ihr echt so häufig geschrieben, dass ihr es so schade findet, dass Vlogmas bald vorbei ist und dass ich nicht mehr vlogge und so weiter und so fort. Also da brauche ich gar nicht jemanden vorlesen, weil das schon so viele geschrieben haben. Also die Sache ist die, Vlogmas wird dann natürlich vorbei sein, so ist das nun mal. Und ja, anschließend werde ich natürlich noch weiter vloggen, nur halt wirklich nicht jeden Tag, weil ich auch nicht denke, dass das auf einen längeren Zeitraum noch interessant sein wird. Ich versuche einfach so viel es geht zu vloggen, wenn es irgendwie halt geht, so ein paar interessantere Sachen. Aber ich kann jetzt nicht versprechen, dass jetzt immer jede Woche 3 Vlogs online kommen oder 2 oder ich muss einfach mal schauen. Also da möchte ich euch jetzt nicht irgendwie sagen, das wird so oder so sein, weil mein Hauptaugenmerk halt immer noch auf meinem Hauptkanal liegt. Aber ja, mal sehen, wie sich das jetzt hier noch so entwickelt. Mir hat es auf jeden Fall total viel Spaß gemacht. Ich meine, Vlogmas ist noch nicht komplett vorbei, aber fast. Achso, und viele haben noch gefragt, ob ich Heiligabend noch vlogge und Weihnachten und Silvester, ob das auch noch zu Vlogmas gehört und so weiter und so fort. Und da muss ich euch leider sagen, nein. Also ich werde bis zum 23. vloggen. Das heißt, am 23. vlogge ich noch meinen Tag. Das heißt, ihr bekommt am 24. dann den letzten Vlog. Das heißt, es gab 24 Vlogs von mir, wie ich ja schon von Anfang an gesagt habe. Ich werde jetzt Heiligabend und Weihnachten nicht vloggen, weil, wie gesagt, 24 Tage geht Vlogmas. Also das habe ich halt so für mich vereinbart gehabt. Und ja, das ist halt auch ein Familienfest und da möchte ich einfach die Zeit genießen und nicht noch daran denken, Mist, das musst du jetzt aber noch vloggen oder so. Ich hoffe, ihr versteht das. Und ja, und Silvester dann halt auch nicht natürlich. Ja, aber wie gesagt, auch nach Vlogmas habe ich vor, hier diesen Kanal weiterhin am Leben zu halten. Nur wie regelmäßig und wie oft und so weiter in der Woche oder im Monat oder so, kann ich halt einfach noch nicht sagen. Do It Yourself hat gefragt, Kathi, ist dir das eigentlich nicht peinlich oder unangenehm, wenn du in der Öffentlichkeit filmst? Und da kann ich eigentlich die Frage direkt mit Nein beantworten, weil dieses Schamgefühl habe ich irgendwie schon längst vergessen. Also wenn man das halt so lange macht, dann ist das halt irgendwann Routine. Wenn ich irgendwo in der Stadt bin, hole ich die Kamera raus und sag dann mal halt irgendwas. Und da habe ich eigentlich kein Problem mit. Jetzt letztens, als ich auf dem Weihnachtsmarkt mal kurz was gefilmt hat, hat auch eine Frau hinter mir gerufen, ey, was machst du denn da? Oder irgendwie so. Dann denke ich mir so, ja, ich filme mich und jetzt ist halt so. Also das ist mir echt so gar nicht peinlich. Kommt natürlich auch immer drauf an. Mir ist es eher peinlich, wenn ich so mit wenigen Leuten zusammen bin. Jetzt nicht so richtig Öffentlichkeit, die vielleicht auch noch nicht so viel von meinem YouTube-Gedöns wissen oder noch nicht so viel davon verstehen. Dann finde ich es noch eher peinlich, da die Kamera rauszuholen. Aber so wirklich so draußen in der Stadt, pff, juckt mich das eigentlich herzlich wenig. Ihr wisst ja, gestern ging es um meine Haarfärbeaktion und da hatte ich ja hier, glaube ich, irgendwie so einen kleinen Fleck und da habe ich das dann nochmal ausgebessert und so weiter und war natürlich ziemlich lange damit beschäftigt. Und viele haben dann geschrieben, wie zum Beispiel Anna Groß, wieso gehst du denn nicht einfach zum Friseur? Sowas sollte man ihm überlassen. Hier ist ja das beste Beispiel, dass es nicht zu Hause funktioniert. Und wie gesagt, ich bin einfach der Meinung, dass ich lieber auf mich selbst sauer bin, wenn irgendwas in die Hose geht, anstelle sauer sein auf dem
Friseur, wo ich dann noch voll viel Geld ausgebe teilweise. Also wenn ich jetzt hier Ansatz färben, Strähnchen, waschen muss das ja auch, dann wäre ich ja wahrscheinlich wieder 100 Euro los gewesen. Und so hat mir das jetzt, keine Ahnung, die Farbe hat irgendwie 2,95 gekostet, die eine, die andere 3 Euro. Und dann war es das. Ich meine, klar, da war ich auch lange dran, aber wenn ich zum Friseur gehe, sitze ich da für Färben auch teilweise mehrere Stunden. Das heißt, es kommt aufs selbe raus und ich meine halt auch, dass es jetzt nicht schlimm geworden ist. Ich werde nochmal nachfärben, muss ich allerdings sagen, weil ich noch so ein paar Stellen gesehen habe, die mir nicht so gut gefallen. Ich werde auch nochmal den Ansatz nachfärben, weil da auch irgendwie was nicht ganz so hingehauen hat. Aber das ist dann halt auch einfach meine eigene Schuld und dann kann ich halt auch auf mich selbst sauer sein und muss nicht auf jemand anders sauer sein, wenn ihr versteht, was ich meine. Anna hat zum Beispiel noch geschrieben, ich erkenne da bei den Haaren irgendwie gar keinen Unterschied, das ist aber nicht böse gemeint. Das fasse ich auch überhaupt nicht böse auf, weil ich auch keinen riesen Unterschied machen wollte. Ich wollte einfach nur die Farbe ein bisschen auffrischen. Ich musste halt den Ansatz färben, weil da die blonden Haare wieder durchgekommen sind. Und wenn ich dann wieder braun färbe, wird einfach das komplette Haar immer so ein bisschen dunkler. Das wirkt jedenfalls so, wenn der Ansatz wieder so richtig dunkel wird. Und deswegen habe ich mir halt überlegt, okay, ich möchte nochmal so ein paar helle Strähnen machen, damit ich einfach nicht brünett werde, weil ich schon gerne blond bleiben möchte. Naja, so, das wäre jetzt erstmal meine kleine Fragerunde. Ich werde jetzt noch das Intro für mein Video morgen drehen und dann geht es auch schon gleich erstmal Gassi und dann los nach Köln. Hi Leute, herzlich willkommen zu meinem letzten oder vorletzten, das muss ich mir noch überlegen, Christmas to go Video. Oh Mann, wie schnell diese Zeit verging. Morgen ist schon Heiligabend und dann Weihnachten und ich wünsche euch jetzt schon mal ganz, ganz, ganz tolle Feiertage. Aber bevor wir in Weihnachten starten, Yay, ich habe mein Video jetzt abgedreht. Wir haben jetzt, glaube ich, schon 16:30 oder so und ich habe mir überlegt, ich werde jetzt hier erstmal kurz aufräumen, weil unordentlich und so. Dann gehe ich Gassi, dann bringe ich Milo zu meinen Eltern und ja, weil ich halt ja gleich nach Köln noch ein bisschen fahre und dann ein bisschen länger weg bin, deswegen werde ich ihn zu meinen Eltern bringen, damit er nicht so lange alleine ist und ja, dann wird es hoffentlich heute noch ein richtig cooler Vlog. Wir gehen essen auf dem Weihnachtsmarkt, ich freue mich. Vorhin sah man noch im Dom. Ja. Jetzt nicht mehr. Wir sind jetzt in Deutz im Vapiano und ich habe mir Ratatouille geholt. Penne mit Ratatouille. Sieht sehr gut aus. Und dazu trinke ich noch hier so einen Black Tea Peach Vanille. Und ich habe richtig Hunger, weil ich heute seit dem Frühstück nichts mehr gegessen habe. Nur einen Apfel. Deswegen haue ich jetzt mal rein. Und was hast du dir geholt? Gambaretti e Spinaci. Sieht auch sehr lecker aus. Das ist doch lecker. Der ganze Himmel ist voller Lichter.
sind natürlich jetzt noch zu Starbucks gegangen und ich habe einen White Chocolate Mocha und Sarah hat einen Lebkuchen Latte. Genau, Hauptsache bei mir viel Sahne. Nein, meine ist nur schon geschmolzen. Okay. Ja. Und mit der ganzen Sahne da drauf, wie soll ich das trinken? Das geht gar nicht. Hallo, mein Püppel. Schokosahne. Meine Vlogging-Kamera ist leider ausgegangen, deswegen mache ich jetzt gerade noch das Ende von diesem Vlog einfach mit dem Handy. Meine, hör mal auf zu hecheln. Mensch. Ich wollte eigentlich nur noch gute Nacht sagen. Ich mache aber natürlich noch eben das Türchen von meinem Adventskalender auf. Und zwar das 22. Yay! Wieder ein...